In diesem Video möchte ich euch den gestrigen Livestream der Entwickler zusammenfassen, der doch relativ viele detaillierte neue Einblicke in die Andioni-Erweiterung gegeben hat. Zuallererst wurde über die Bewerbung für die Universität gesprochen, welche über den Computer oder Briefkasten gestartet werden kann. Falls ihr angenommen werdet, könnt ihr euch für Studieren in Foxbury oder Brightchester entscheiden. Jede Uni bietet verschiedene Arten von normalen Abschlüssen und besonderen Abschlüssen an. Im nächsten Schritt könnt ihr dann das genaue Studienfach wählen. Rechts wird dann angezeigt, welche Fähigkeiten mit dem Fach verknüpft sind und für welche Karrieren das Studium sinnvoll ist. Man kann bis zu 4 Kurse besuchen und ein Wahlfach wählen. Das Wahlfach steht aber nur zur Verfügung, wenn man unter 4 belegten Kursen bleibt. Weiter wird dann der Wohnort gewählt. Ihr könnt auf ein Grundstück auf dem Campus oder ins Wohnheim ziehen oder auch von zu Hause aus studieren. Wenn das Geld eures Haushalts nicht ausreicht, könnt ihr hier auch ein Studiendarlehen erhalten. Auf dem Campus angekommen, solltet ihr erstmal euer Zimmer einrichten. Dies geht nicht über den Baumodus, welcher gesperrt ist, sondern ihr müsst eure Möbel über einen kleinen Stand auf dem Gelände kaufen und dann damit einrichten. Man kann die Wohnheime über die Weltenbearbeitung aber trotzdem ändern und dabei auch einstellen, ob diese für männliche, weibliche Sims oder beide Geschlechter freigegeben werden sollen. Es gibt hier auch verbotene Objekte, die nicht platziert werden dürfen. Wenn ihr neue Mitbewohner haben wollt, kann man über das Telefon viele suchen und sich dann einen davon ins Wohnheim wählen. Im Wohnheim gibt es keine Küche. Wenn sich die Sims nicht unbedingt nur von Mikrowellenessen ernähren wollen, sollten sie die Cafeteria besuchen. In dieser gibt es manchmal kostenloses Essen und ihr könnt hier einen kleinen Streich spielen. Die Gebäude in der Spielwelt haben verschiedene Interaktionen zur Auswahl. Zum Beispiel könnt ihr hier an E-Sports oder Fußballturnieren teilnehmen. Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, stehen jetzt auch neue Veranstaltungen bereit, an denen die Sims teilnehmen können. Dazu müsst ihr aber mit dem jeweiligen Teamleiter reden, um an diesen teilzunehmen. Endlich wissen wir auch genau, wie die neue Spielwelt aufgebaut ist. Es gibt 3 Regionen, die einmal aus Foxbury, Brightchester und dem eher nachbarschaftlichen Bereich mit einer Bar, Bibliothek und Wohnhäusern besteht. Insgesamt stehen also 13 Gebäude bereit, ein paar davon sind auch, wie schon vermutet, Penthäuser. Hier seht ihr die Bedürfnisse der neuen Servobots, welche ebenfalls eigene Fähigkeiten und Persönlichkeiten haben. Allgemein könnt ihr den Namen und Farbe des Roboters anpassen und mit ihnen auch ein Techtelmechtel haben. Sie sollten nur kein Wasser abbekommen. Wenn die Sims der Ingenieurkarriere beitreten, können diese auch an einem mechanischen Anzug entwickeln und die kleinen Roboter, die wir schon aus dem Trailer kennen, erstellen. Diese können verschiedene Aufgaben wie zum Beispiel Musik spielen und Getränke verteilen, gärtnern oder reparieren übernehmen, je nachdem, was für einen Bot der Sim konstruiert hat. Im Baumodus wurde ebenfalls das neue Feature mit den höhenverstellbaren Säulen gezeigt. Der Großteil der Säulen lässt sich komplett in der Höhe anpassen, ein paar von diesen können aber nur auf eine begrenzte Höhe gestreckt oder gestaucht werden. Das kann man am kleinen Symbol unten rechts erkennen. Dieses Feature wird ebenfalls für alle Spiele bereitstehen. Ganz am Ende wurde noch ein wenig der Erstelle einen Sim-Modus gezeigt, dessen Stil ja auch schon durch die beiden Trailer etwas vorher feststand. Insgesamt gibt es ein neues Bestreben und keine neuen Merkmale. Besonders zu erwähnen, die Piercings sind in der gleichen Kategorie wie die anderen Accessoires auch, welche jetzt auch in Piercings umbenannt wurden. Und noch ein paar sonstige Dinge, die im Stream gezeigt wurden. Natürlich gibt es einige neue Gerichte wie Instant-Nudeln, die doch ganz gut zum Studentenleben passen. Ab sofort ist es ebenfalls möglich, seinen Laptop für andere Sims zu sperren. Überall in der Spielwelt finden kleine zufällige Events statt, wie hier die Robotermeisterschaft oder dieser Saftpong-Stand. Ebenfalls können die Sims jetzt ein Techtelmechtel in fast allen Duschen haben. Hier habe ich noch eine Szene der neuen geheimen Gesellschaft für euch. Mehr Infos wurden allerdings nicht gezeigt. Das war meine große Livestream-Zusammenfassung. Bereits in weniger als einer Woche können wir ja schon mit den neuen Inhalten spielen. Also dann, bis zum nächsten Video.